RS1 TV Sport wird präsentiert von Frank Berghoff Augenoptik, Ihr Sportbrillenspezialist für Water Running Bike. Frank Berghoff Augenoptik, Ihr Optiker auf der Alleestraße. Wir haben das 29. Pfingstturnier dieses Jahr. Wenn ich mal sagen kann, so 153 Fußballmannschaften sind da von samstags bis montags. Wir hatten Samstagabend Discjockey hier, war brechend voll. Am Samstagabend war klasse. Am Sonntagabend war das Colonia, Party Colonia haben hier Musik gemacht, war auch super voll. Die Besucheranzahl der Tage ist so roundabout 4000 Personen mit den Mannschaften von Freitag an bis Montag über die Tage verteilt. Das Einzugsgebiet der Mannschaften ist, ich sag mal, von vor der Haustür hier aus Remscheid, dann schlagen wir bis ins Saarland rein. Dann freue ich mich, wie gesagt, dieses Jahr über Kerkdriel, über Holland und Royal Amsterdam. Dann haben wir natürlich unsere Freunde, die aus Pirna gekommen sind. Die haben auch 600 Kilometer Fahrstrecke, die über die Tage hier bleiben. Also wir haben ja das ganze Bundesgebiet eigentlich abgegrast, was auch hier die Tage überspielt. Also es war super schön. Ich bin zum ersten Mal mit meiner Mannschaft angereist. Wir sind mit Erziehung angereist, haben auch hier übernachtet, alles Mögliche. Wir wurden immer schnell informiert und wir haben auch immer schnell die Sachen bekommen. Wir wussten immer wohin und das Fußballspielen war auch schön. Ja, also super war das Turnier. Wir sind unglücklich ausgeschieden wegen der Tordifferenz, wegen einem Tor, weil wir es nicht geschafft haben, die Bude zu treffen. Das Tor war zu klein für dieses Wochenende. Die Unterbringung erfolgt hier in den umliegenden Schulen. Wir haben hier eine Schule direkt hier nebenan. Da sind bis zu 250 Personen untergebracht. Und diesmal waren wir das erste Mal, dass wir hier im Umkreis jegliche Jugendherberge ausgebucht haben für uns, um die ganzen Unterkünfte überhaupt zustande zu bringen. Wir durften sogar zwei Mannschaften stellen. Und ansonsten ist immer der Fall, dass 6, 7 Kinder draußen bleiben müssen. Aber an so einem schönen Tag ist es toll, dass wir mit 14 Kindern auf dem Feld spielen können. Die Kinder haben Spaß, haben Eis, Cola, können ordentlich Fußball kicken und sind den ganzen Tag hier auf Achse. Zum Mädchenfußball, der wird ja bei uns hier am Hackenberg auch sehr groß geschrieben. Natürlich sind wir auch immer dahinterher, dass wir immer neue Spielerinnen kriegen. Wir haben zurzeit eine sehr gute U17-Mannschaft am Laufen, die dieses Jahr letzte Mal U17 spielt, bevor die dann in den Damen gehen. Hier kann sich auch, wie gesagt, jedes Mädchen melden. Wir würden auch wieder neue Mannschaften aufmachen für U13. U15, also sind wir offen, Trainer sind da. Also liegt mir auch sehr am Herzen, dass der Mädchenfußball weiter hier existiert und auch großgeschrieben wird. Der Aufwand ist sehr enorm und hätte ich dann nicht 250 Helfer, die mir an den Tagen helfen, dann würde ich eingehen.